Vielen Dank, Olaf. Das Wort hat jetzt Manuela Schwesig für ihre Vorstellung. Liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Manuela Schwesig und ich bin die Neue. Viele Freunde haben mich in den letzten Tagen gefragt, Manuela, warum tust du dir das Himmelfahrtskommando an, in diesen Zeiten stellvertretende Parteivorsitzende zu werden? Und ich habe denen gesagt, und ich sage es euch heute hier, das ist kein Himmelfahrtskommando. Stellvertretende Parteivorsitzende in dieser stolzen Partei sein zu dürfen, ist eine großartige und wunderbare Aufgabe. Die SPD ist in unserer Gesellschaft alternativlos und ich bin stolz, in dieser Partei zu sein, gerade heute, gerade hier und gerade in diesen schwierigen Zeiten. Liebe Genossinnen und Genossen, wir sind heute mit der Wiederbelebung unserer Partei ein großes Stück vorangekommen. Wir haben eine schonungslose und offene Debatte geführt und ich habe immer wieder die Frage gehört, wie können wir wieder das Herz der Sozialdemokratie beleben? Aber was ist eigentlich das Herz der Sozialdemokratie? Für mich ist es zum einen die Basis, wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die in den Vereinen, Verbänden, Dörfern, Städten und auch Ländern Verantwortung tragen, die vor Ort sind, die das Gespür haben, die mit dem Ohr an der Masse sind und wissen, wo der Schuh drückt. Aber dazu gehören auch unsere Grundwerte. Die Grundwerte Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit sind für mich auch das Herz der Sozialdemokratie. Und diese Werte werden mehr denn je in dieser doch eher egoistischen Gesellschaft nachgefragt. Die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit ist für viele Menschen eine bedeutende Frage. Und wir müssen sie mehr als bisher mit Leben erfüllen. Wir müssen wieder mehr die Lebensleistung von Menschen anerkennen. Nicht nur bei der Frage der Arbeitsversicherung und Rente. Wir müssen mehr Chancen vor allem für Kinder organisieren. Wir müssen Kinderarmut bekämpfen. Und dazu gehört eine soziale Familienpolitik. Von der Geburt eines Kindes bis ins hohe Alter selbstbestimmt, ins Alt zu werden, selbstbestimmt und in Würde zu leben. Und dazu gehört eine gute medizinische und pflegerische Versorgung. Viele dieser Themen brennen den Menschen unter den Nägeln. Aber bevor wir unsere besseren Antworten finden und geben, müssen wir wieder glaubwürdig werden. Und wenn man glaubwürdig die Werte Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit vertreten will als Partei, dann müssen wir sie zuallererst in unserem inneren Leben, in der Partei, wieder leben. Und dazu gehört, dass wir zusammenstehen und solidarisch streiten und solidarisch kämpfen. Heißt es auch, dass wir nicht über Fehler reden dürfen? Das heißt es natürlich nicht. Ich habe so oft schon den Satz gehört, Manuela, Politiker dürfen keine Schwächen eingestehen, keine Fehler eingestehen. Ich halte diesen Satz für Quatsch. Natürlich muss man immer wieder politische Entscheidungen hinterfragen. Wie soll denn unsere Gesellschaft sonst vorankommen? Oder ist irgendjemand... Oder ist irgendjemand in diesem Saal fehlerlos? Unsere Stärke von morgen ist auch, Schwächen von gestern einzugestehen. Dazu gehört aber, dass wir uns nicht selbst zerfleischen. Das können wir uns nicht leisten und das können wir den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes nicht antun. Denn in diesem Land regiert jetzt Schwarz-Gelb und die werden dafür sorgen, dass die Schere zwischen Arm und Reich, dass die soziale Spaltung größer wird. Wir sehen es im Bereich der Gesundheit, die medizinische Versorgung soll privatisiert werden und Herr Rösler hat offensichtlich nicht den Anspruch, dass alle anderen Kinder genauso gut zur Welt kommen können wie seine Kinder, wenn er diese medizinische Versorgung vom Geldbeutel abhängig macht. Und dann sage ich an der Stelle ganz klar an Herrn Rösler, jung sein reicht nicht. Man muss auch das Herz am richtigen Fleck haben. Und zur Familienpolitik reicht es eben nicht nur für heile Welt Familienpolitik zu machen.
Wir brauchen Familienpolitik für alle Menschen, die partnerschaftliche Verantwortung übernehmen. Für Eltern mit Kindern, ob mit oder ohne Trauschein. Aber vor allem auch für Alleinerziehende, für Patchwork-Familien, Regenbogenfamilien. Auch für den Single, der sich heute fragt, was ist mit meiner pflegebedürftigen Mutter? Wie kann ich hier Beruf und Familie vereinbaren? Und dieses moderne Familienpolitikbild unterscheidet uns von der CDU und CSU. Und ich finde es unmoralisch, dass Frau van der Leyen sagt, sie will Kinderarmut bekämpfen und gleichzeitig mit der CSU ein Betreuungsgeld einführt, was dazu führt, dass Kinder aus der Krippe gekauft werden, dass sie dort keine Förderung mehr bekommen. Deswegen auch von dieser Stelle ein Appell an Frau van der Leyen. Kinderarmut ist wirklich nicht das richtige Thema, sich medial zu inszenieren. Man sollte nicht nur Respekt vor den eigenen Kindern haben, sondern auch vor allen anderen, die in unserem Land leben. Ich hätte noch mehr zu sagen zum Rest der Bundesregierung, aber für so viel Mist, wie die verzapfen, reichen die 5 Minuten nicht. Deswegen möchte ich zum Ende kommen und darum wärmen, dass wir zukünftig uns nicht nur zusammenraufen, das reicht nicht, liebe Freunde, sondern wieder zusammenschließen und gemeinsam für eine solidarische Gesellschaft kämpfen, zusammenschließen. Ich möchte ehrlich gesagt nicht mehr hören, wer mit wem irgendeine offene Rechnung noch zu begleichen hat. Ich möchte, dass wir gemeinsam für eine neue SPD stehen, gemeinsam nach vorne, in Stolz und kämpferisch. Dafür stehe ich hier und dafür werbe ich für euer Vertrauen. Vielen Dank.